Willkommen zum ersten Mastery-Video zu den römischen Zahlzeichen. Mein Name ist Camillo und ich werde dir heute zeigen, wie die Römer mit römischen Zahlzeichen gerechnet haben und warum die römischen Zahlzeichen heute kaum mehr verwendet werden. Wenn du bereits die Grundlagen des Lesens und Schreibens römischer Zahlzeichen beherrschst, bist du hier richtig. Ansonsten schau dir das Intro und oder Basic-Video zu den römischen Zahlzeichen an. Wir werden im heutigen Video die Grundrechnungsarten mit römischen Zahlzeichen genauer betrachten. Als erstes beginnen wir mit der Addition, anschließend die Subtraktion und als letztes die Multiplikation. Wieso wir die Division nicht noch genauer bearbeiten, erkläre ich dir später im Video. Außerdem betrachten wir noch Schwierigkeiten, die beim Rechnen mit römischen Zahlzeichen auftreten. Bevor wir mit der Addition von Zahlzeichen beginnen, zeige ich dir noch einmal die Fachbegriffe der Addition. Eine Addition setzt sich aus dem ersten Summand, dem zweiten Summand und der Summe zusammen. Um nun römische Zahlzeichen zu addieren, schreiben wir beide Zahlzeichen als Summanden nebeneinander auf und fassen anschließend zusammen. Anhand eines Beispiels wird dies klarer. Wir addieren die Zahlzeichen xxii plus lxi. Du kennst dich bestimmt mit den Zahlzeichen schon aus und erkennst, dass wir 22 plus 61 rechnen wollen. Wir schauen uns nun aber an, wie die Römer dies gelöst haben. Wenn wir die Zahlzeichen der Größe nach ordnen, erhalten wir LXXXIII, was das gleiche wie 83 ist. Betrachten wir nun als Beispiel VI plus I. Auch in diesem Fall fassen wir zusammen und erhalten somit geordnet die Zahl 7. Soweit, so gut. Etwas anspruchsvoller wird es allerdings, wenn wir Zahlzeichen, bei der die Subtraktionsregel angewandt wurde, addieren wollen. Wir erinnern uns, bei der Subtraktionsregel wird das von der Wertigkeit kleinere Zahlzeichen vor ein größeres Zahlzeichen geschrieben, um eine 4 oder 9 darzustellen. Betrachten wir also nun die Addition IV plus I, also 4 plus 1. Achtung, hier wurde die Subtraktionsregel angewandt, um 4 als IV darzustellen. Wenn wir diese Zahlzeichen einfach nur ordnen, könnte man meinen, dass das Ergebnis die Zahl 7 ist. Dies ist aber offensichtlich falsch. Wir müssen stattdessen die Subtraktionsregel auflösen und die Zahl 4 als I anschreiben. Wenn wir es nun zusammen addieren, erhalten wir 5 mal das I, was richtig angeschrieben V oder auch 5 ergibt. Schauen wir uns nun die Subtraktion an. Auch hier zeige ich dir nochmals, was die Fachbegriffe der Subtraktion sind. Minuend minus Subtrahend ergibt Differenz. Auch bei der Subtraktion schreiben wir die Zahlzeichen nebeneinander hin, streichen aber anschließend die Zahlzeichen aus dem Subtrahend bei Minuend weg. Die Zahlzeichen des Subtrahenden heben nämlich die des Minuenden auf. Ein Beispiel wie VIII minus VI ist dabei keine große Schwierigkeit. Wir streichen das V und ein I vom Minuenden weg und es bleibt daher nur mehr II, also 2 übrig. Aber auch hier stoßen wir schnell an Grenzen. Oft müssen wir nämlich Zahlzeichen in kleinere Zahlzeichen zerlegen. Beispielsweise bei der Subtraktion XII minus VII, also 12 minus 7. Die 2i können wir wie gehabt wegstreichen.
Allerdings bleibt uns immer noch x minus v. Wir zerlegen x also in vv, um nun vv minus v rechnen zu können. Nun können wir das v im Minuenden aufheben und erhalten somit v als Differenz. Das ist natürlich dasselbe wie 5. Wir müssen also sowohl auf die Subtraktionsregel aufpassen und außerdem teilweise Ziffern in kleinere Ziffern aufteilen, um subtrahieren zu können. Dies ist sehr umständlich und dauert wesentlich länger, als dies bei natürlichen Zahlen der Fall ist. Wirklich schwierig wird es allerdings bei der Multiplikation und dadurch auch bei der Division. Die Multiplikation mit römischen Zahlzeichen ist fast unmöglich. Wie konnten die Römer dann aber rechnen, Gebäude bauen und handeln? Sie hatten einen Trick, mit dem die Multiplikation meistens funktionierte. Dazu benötigten sie allerdings einen Abakus. Der Abakus war der Taschenrechner der Römer, mit dem sie addierten, subtrahierten und eben teilweise auch multiplizierten. Dividieren mussten die Römer zum Glück kaum. Eine weitere Schwierigkeit, die die römischen Zahlzeichen beinhalten, ist das Schreiben sehr großer Zahlen. In unserem dekadischen Stellenwertsystem können wir leicht große Zahlen schreiben. Wir können an jede Zahl weitere Ziffern anhängen und so beliebig große Zahlen kreieren. Die Römer konnten dies nicht. Es gibt für eine Zahl immer genau nur ein Zahlzeichen. So ist es den Römern nicht möglich, eine Zahl wie 1 Milliarde darzustellen. Auch die Zahl 0 existierte im römischen Zahlzeichensystem nicht. Einige leichte Rechnungen und Aufgaben konnten die Römer daher nicht lösen. Sind wir doch froh, dass wir ein dekadisches Stellenwertsystem haben. Wenn du nun noch die Geheimschrift der Römer, die Chronogramme, kennenlernen willst, schau dir das nächste Video an. Daran zeige ich dir, was Chronogramme sind, wie du diese lesen kannst und wie du selbst welche erstellen kannst. Bis bald!